So, weiter geht's heute mit den Razern und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Ich glaube, ich habe so viele Razer-Dinger gar nicht. Habe ich die alle auf. Oh, ich habe die alle auf Bronze erst. Dann fahren wir hier noch ein Rennen. Ich muss sie tatsächlich erst auf Gold schaffen, oder nicht? Oh, super. Fahren wir den von hier. Dann gehen wir rein. Quatsch, den 370Z, Entschuldigung, Z7, ja, ist klar. So, okay. Ich glaube, müssen wir die doch echt auf Gold jetzt alle fahren, dass wir die freigeschaltet bekommen. Okay, dann schauen wir es mal irgendwie. Weil du weggeschossen wirst die ganze Zeit. Du bist nur daneben. Ne, egal, den knallen wir noch in die Wand einfach. Ist so Jacke wie Hose. Oh, deswegen krieg ich den nicht wahrscheinlich nicht geschissen, ey. Mir ist gerade ziemlich auf den Sack gewesen. Ja, ich muss das nochmal neu fahren. Du kriegst jetzt echt nichts hin, ey. Das ist mir den Kopf. Ich habe da Glück gehabt, dass ich ihn noch gekriegt habe, aber ich kriege nichts zum Anhang mit denen. Ja, so rennen direkt auf jeden Fall Platz 4, weil die mir. Weil der eine mir so auf den Sack ging die ganze Zeit.
Naja, wie immer sein. Ich sag immer, nein, wir kommen nicht vorbei, weil wir das einfach weggeschnallt. Irgendwas auf die Reihe gekriegt. Na gut, perfekt. Gott sei Dank haben wir das immer auf Gold. Scheinbar müssen wir die echt auf Gold fahren. So, neues Auto halt. Ne, das war eine neue Serie verfügbar. Performance Events jetzt verfügbar. Und neues Auto. Jaguar XKR, den haben wir freigeschaltet bekommen. So. Aha, perfekt. Dann haben wir ein bisschen was auf die Reihe gekriegt. Was haben wir denn hier was Schönes? Muscle Reflex, dann fahren wir noch einen Rennen. Über das Konzeptcar zurück in die Realität. Nach einer Pause von 7 Jahren ist der Chevrolet Camaro wieder da und erinnert in Stil und Performance an den ursprünglichen Camaro aus den 1960er Jahren. Der SS ist die leistungsgesteigerte Version mit einem 6,2 Liter V8 und Einzelradaufhängung vorne und hinten. Eine Neuheit für den Chevrolet Camaro. Das Gesamtpaket sorgt für ein... So, auf geht's. Fahren wir rein. Gehen wir rein.
Scheinbar müssen wir doch erst die Level freischalten, damit wir überhaupt irgendwie weiterkommen. Sonst würde der, warum würde der sonst Bronze anbieten? Hat der Motto, fahr das Ding auf Gold, um sich so rennfrei zu schalten. Aber ich glaube, das geht mit dem Level auch. Na gut, gucken wir mal. Wir haben 1,6 Kilometer Masse und Block aus dem Notkanal, hier von der Camaro. Naja, schauen wir mal, wenn das Ding auf Gold hinbekommt. Eigentlich ist das nicht so eine Hassliebe, da drückt sich den Kopf von dem durch und dann, na. Ich wundere, dass bei dem Auto keine Gürtelfreigeschaltung sind. Schauen wir mal vorbei, ne? Oder nicht. Der ist richtig. So, zumindest vorbei. Ich hoffe, dass das reicht, um weiterzukommen im Spiel. Ich hoffe, dass ich hab den scheiß Nutzer gepackt, aber der ging mir auf den Sack, weil der die ganze Zeit mich nur am Wegkommen war. Ah Mann, das war unnötig. Das Ding war so zu verkacken. Also Kilometer von Ziel ist der erste, aber am Ende wirst du dreimal noch ihn überholt. So, Corvette Grand Sport haben wir auf jeden Fall erstmal freigeschaltet. So. Dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Teil, das ist nämlich ein Hot Pursuit. Die Cops von Seacrest County verstärken ihre Präsenz immer mehr. Um darauf zu reagieren, wurde dein Wagen mit einem EMP-System nach Polizeistandard ausgerüstet. Das EMP-System feuert einen gerichteten elektromagnetischen Impuls aus deinem Wagen auf ein Zielfahrzeug. Das Ziel muss anvisiert werden, damit das System es korrekt erfassen und verfolgen kann. Nach dem Abfeuern musst du in Reichweite des Zielfahrzeugs bleiben und Sichtkontakt halten, damit das Verfolgungssystem aktiviert werden kann. Wird ein Cop durch den EMP getroffen, nimmt sein Streifenwagen Schaden und fällt vorübergehend aus. Nutze diese Zeit zu deinem Vorteil.
Jetzt haben wir auch ein bisschen Gadgets für die für die Einheit. Also für die Vesa. Ja, für Vesa, genau. So, dann machen wir mal das neue Auto. Nein, ich darf nicht fahren. Scheiße, was ist jetzt? Ja, dann muss man das schöne Cabrio fahren. Ich dachte mir, okay, ohne Problem, wir kriegen das schon irgendwie hin. Naja, zwei Tage Männer haben wir auf jeden Fall und 4 EMP. So, auf geht's. Jürgen sind wie im Zeitungsrennen. 14 Kilometer. Wahrscheinlich haben wir nur zwei Autos auf der Strecke. Ja, kommt natürlich. Ford GT 5. Ich habe die Fahrzeuge erreicht. Die Typen denken gar nicht, um anzuhalten. Nehmen wir Verfolgung auf. Das ist nicht wahr. Warum kommst du immer wieder weg, ey, von mir? Die KI fährt ohne Probleme in die... da rein. Ja, Kollision. Zielfahrzeug ist in einem Verkehrsunfall verwickelt. Ja, Zielfahrzeug wird mich doch am Arsch. Ja, doch. Natürlich. Da muss doch ein Auto hin. Da muss ein Auto hin, die Full Speed. Die geilsten manchmal. Straßensperren in 10.50. Alle vorrücken. Jetzt muss dann. Eines Maserati. Take off! Hier spricht die Chief County Police. Halten Sie an! Abgeworfenes Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal das Ding nach Hause fahren. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Zentrale, wir benötigen eine Straßensperre. Ich ziehe vor eurer Position Einheiten zusammen. Behaltet eure Route bei. Alle Einheiten, Straßensperre bereit. Erwarten weitere Anweisungen. Fahrer, Sie sind sich mit Straßensperre verwickelt. Alle Einheiten zugreifen. Alle Einheiten aufgepasst. Ich setze ihn außer Gefecht. Also, wir haben ein bisschen mehr Rennfahrzeug, mein Freund. Hau doch mal ab jetzt endlich. Wir müssen das hier jetzt beenden. Ja, das war's. Das Rennen ist gelaufen. Also, die Säcke auf den Sack gehen. Verkehrsunfall, das verdichtigen wir an unserem Standort. Pass auf, wenn mein komplettes Rennen hier. Kann ich schon was zu machen. EMP Ziel verfehlt. Verschwinde noch ein bisschen. Ich glaube, den hat er nicht davon, weil der ist mit dem mit reingerutscht. Weil der Flugzeug neben mir war. Dann haben wir das Ding sogar auf Gold. Ja, ich glaube, den hat sie mich in die Straßensperre geholt in der Kurve. Die stand aber auch fies. Ich bin Glück gehabt, dass ich da echt noch durchgekommen bin. Durch die Lücke da durch. Ja, top. Ja, passt so. Bin ich zufrieden mit. Ja, manchmal gehen wir ein bisschen auf den Sack, die Scheißkopfs. Das muss man mal sagen. Aber jetzt nächste Woche. Morgen dürfen wir wieder mit selber ein bisschen spielen. Aber jetzt das mal gucken, was wir bekommen haben. Wir sind gesucht.
Der ist auf den extremer Radio rein. Na, welche Überraschung. So, was haben wir noch bekommen? Ein Auto, ein neues Auto, und zwar die WLTC als Sport Edition. Ich finde den alten tatsächlich ein bisschen besser, wenn ich ehrlich bin, aber gut. Das ist leider kein Wunschkonzert. Wir kriegen immer nur das Gesetz, was wir wollen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit den Cops.